es funktioniert auch bei allen, das Mikro, wenn irgendwelche Fragen sind, Kamera. Wenn sie nicht aufgezeichnet werden, ist es natürlich sinnvoll, die Kamera auszumachen. Dann sieht man sie auch nachher in der Aufzeichnung nicht. Genau. Wenn irgendwelche anderen Fragen sind, auch jederzeit gerne stellen. Sie dürfen auch mir gerne im Nachgang noch meine Mail zukommen lassen, wenn noch irgendwelche Fragen offen wären. Ich schicke auch noch mal was raus, wo Sie direkt in Kontakt mit der Frau Höft gelangen können. Genau. Und jetzt übergebe ich an Frau Höft und vielen Dank. Danke schön. Es kam jetzt, glaube ich, keine Meldungen gegen die Aufzeichnung, so wie ich das sehen kann. Ja, nee, im Gegenteil. Da gab es die Erinnerung, dass wir doch bitte aufzeichnen. Ich habe schon Play gedrückt. Vielleicht auch hierzu. Normalerweise ist immer nur der Sprecher eingeblendet, nachher auch im Video. Das bedeutet auch für alle, die sich zeigen möchten, es ist völlig gefahrlos. Die werden dann nicht abgebildet sein. Ich freue mich nämlich trotz virtueller Welt immer, wenn ich nochmal jemand in die Augen blicken kann und in meiner Leiste ein paar Menschen sehe. Also vielleicht kann ich den einen oder anderen von 20 Teilnehmern noch dazu animieren, sich zu zeigen. Auch wenn die Hose noch nicht angezogen ist, das Oberteil ist aber vielleicht schon parat. Das reicht vollkommen aus in der virtuellen Welt. So, wir haben heute das Thema Experten und Experte ist immer natürlich die Frage, was ist denn eigentlich ein Experte? Wo fängt er an, wo hört er auf? Und festgestellt habe ich, dass wir in der Region eigentlich sehr wenige Experten dabei haben oder die, die mit Expertentools arbeiten. Deswegen möchte ich heute so den kleinen Schritt zum Expertenstatus schon mit Ihnen gehen und Ihnen dabei ein paar wichtige Sachen zeigen und erklären. Und unter anderem ist mir da eine Sache ganz, ganz wichtig. Deswegen mache ich das vielleicht mal kurz aus hier. Den brauchen wir dann nämlich nicht. So, dann können Sie mich auch besser sehen. Es ist nämlich eine Sache. Und zwar ist es folgendes. Es gibt schon ganz viel Unterstützung von allen Plattformen, was das Thema Werbung angeht. Und ich möchte Ihnen heute verraten, warum das oftmals gar nicht so gut ist, dass man das überhaupt nimmt. In einem kann ich sagen, Sie können heutzutage immer noch Social Media machen ohne bezahlte Werbung, ohne diese ganzen Sachen. Aber es dauert dann einfach ein bisschen länger. Und die Frage, die man sich da immer stellen muss, ist, wie schnell braucht man Ergebnisse vom Social Media und wie dringend ist das Ganze? Ich möchte vorneweg auch gleich sagen, dass es immer ständig Aktualisierungen gibt und es auf jeden Fall sich lohnt, einen aus der Firma rauszunehmen und zu sagen, okay, der soll sich auch immer mit den Aktualisierungen beschäftigen. Weil gerade wenn es ums Thema Auswertung geht oder Werbung schalten, ist es wirklich wichtig, sich da nicht blauäugig in das Ganze reinzustürzen, sondern wirklich gut durchdacht. Das bedeutet, dass die Dinge, die wir in den Tagen davor besprochen haben, auf jeden Fall schon im Vorhinein gemacht wurden. Da gehört zum Beispiel dazu, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Denn um richtig Werbung zu schalten und um auch eine richtige Analyse eines bestehenden Kanals zu machen, egal welcher, ist es wirklich von unfassbarer Wichtigkeit zu wissen, wen möchte man eigentlich erreichen. Ich mache Ihnen ein Beispiel an meinen Kanälen. Ich habe festgestellt, auch wenn es prozentual nicht sehr hoch war, dass es einen kleinen Mehranteil an Männern gab, die mir gefolgt sind und in den Kanälen, was natürlich auch von Unternehmern ganz klar ist. Ich verfolge aber in Social Media nicht eine Business-Strategie für das Unternehmen, das Firmen begleitet, sondern eher etwas, das Privatpersonen begleitet und da spiele ich auf die Frauen ab. Das bedeutet, bei der Auswertung habe ich gesehen, sind die Hausaufgaben, die ich über die Jahre hinweg gemacht habe, mein Business zu promoten, natürlich gut gelaufen. Es war Mann und Frau sehr ausgeglichen. Jetzt habe ich aber eine neue Zielgruppe im privaten Bereich, die nennt sich Frau. Und das hieß, ich musste meine ganze Social-Media-Strategie so verändern, dass die Zahlen sich verändern. Und das Schöne daran, dass es kontinuierlich auch zu beobachten ist, wie das funktioniert. Und für jeden unter Ihnen, der gern mit Zahlen, Daten, Fakten arbeitet, ist Analyse was ganz Tolles. Und die Möglichkeiten, die die Firmen schon geben, wie Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, sind extrem gut, sind völlig ausreichend für den Anfang. Damit spreche ich von dem ersten Jahr. Alles, was darüber hinausgeht, kann man dann auch bezahltere Accounts machen, wo man dann noch tiefere Analysen bekommt. Aber für jeden, der damit angefangen hat oder der gerade dabei ist, diese Social-Media-Welt auch tiefer zu entdecken, reicht vollkommen aus, das über
die bestehenden Heimwerk-Tools zu machen, sozusagen. Okay, also mein Appell heißt ganz klar, nicht einfach nur probieren, wie beim Content erstellen, sondern wenn es um den Expertenstatus geht, geht es schon ganz klar darum, dass das, was man macht, auch wirklich mit einem Hand und Fuß macht und dass man weiß, dass wenn ich das jetzt so anstoße, will ich das und das Ergebnis haben und wenn das und das Ergebnis nicht eingetroffen ist, muss man gucken, wo muss man die Stellschrauben verbessern, damit es beim nächsten Mal dann klappt. Okay. Dann teile ich doch nochmal den Bildschirm. Also auch vielleicht nochmal als Hinweis, für viele ist Prezi noch kein so gängiges Tool. Das ist ein neues PowerPoint-Tool. Dort können Sie sich wie bei einer Homepage umsehen und alle Tipps und Tricks anschauen. Das ist quasi die PowerPoint. Da sind die alten Tipps auch noch drin. Und ich habe ganz oben einen Link reingemacht zu einer Facebook-Gruppe. Die bestand schon aus einer anderen IHK-Geschichte mal. Die habe ich jetzt umgenannt. Und dort könnten wir alle Themen auch nochmal besprechen. Ich habe sehr viele Anrufe bekommen mit Fragen, die vielleicht auch alle interessiert hätten. Und wenn wir es alle in der Social-Media-Gruppe Facebook vielleicht miteinander teilen, dann kann ich eine Frage beantworten und helfe vielleicht 5 oder 4 gleichzeitig, weil die auch diese Frage hatten. Also wer Lust hat, kann sich dort dann quasi auch anmelden. So, warum machen wir das ganze Thema mit Werbung überhaupt? Jetzt sehe ich gerade, es wird wieder aufgezeichnet, ja. Ah ja, Frau Wörz kümmert sich schon, sehr gut. Ansonsten einfach auch die Frau Wörz nochmal anrufen. Ich weiß, sie kann es nicht hören, aber vielleicht müssten wir es ihr schreiben. Da gibt es bestimmt eine Hilfe, dass sie da ganz schnell reinkommt. So, ich möchte heute zum Thema Wachstum das Thema organisch und bezahlt einfach mit Ihnen besprechen, damit Sie auch verstehen, wann macht es denn Sinn, etwas organisch zu lassen und wann soll ich es dann bezahlt machen. Man hat sehr lange gesagt, ja, also organische Reichweite ist tot. Man muss es auf jeden Fall mit Werbung machen. Dazu kann ich sagen, jein. Es sind einfach schnellere Ergebnisse dadurch da, dass wenn man bezahlte Reichweite macht und sie erreichen vielleicht auch Konten, die sie so schnell auch gar nicht erreicht hätten oder die sie auch nicht unbedingt, die ihnen nicht unbedingt gefolgt wären, aber weil sie auch einem konkurrenzähnlichen Produkt folgen, werden sie dann auch zum Beispiel vorgeschlagen. Hier habe ich Ihnen einfach mal reingemacht, ein Beispiel, wie so eine Analyse zum Beispiel von Facebook aussieht. Weil, um eine Werbung zu bezahlen oder auch um mit der Materie zu arbeiten, ist es erstmal ganz wichtig, auch selber zu verstehen, was passiert da eigentlich. Man sieht im Vordergrund vielleicht nur 1 oder 2, 3 Likes, aber was im Hintergrund passiert, ist eigentlich das viel, viel Wichtigere. Hierzu muss man verstehen, ich nehme mal den Post gleich am Anfang, am 23.09., das war jetzt erst, großes Thema Klopapier, kennen wir ja alle. Das heißt, es hatte eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Business zu tun, höchstens eher vielleicht mit dem Thema Homeoffice, wenn man es streng nimmt. Und daraufhin gab es, der blaue Balken ist die Interaktion dazu. Und das ist das, was einfach wichtig ist, wo wir wissen müssen, okay, aufgrund einer höheren Interaktion entsteht eine höhere organische Reichweite. Das ist das, was man hier sieht. Und wie man eine organische Reichweite erreicht, habe ich ja im ersten Kurs schon erklärt oder im ersten Video. Das bedeutet, es sollten Inhalte sein, die für den, der zuguckt, in irgendeiner Form unterhaltend und interessant ist. Also eine reine Werbeanzeige wird dies so nicht schaffen, außer es ist ein Mehrwert für denjenigen dabei. Und was Sie auch sehr gut in diesen Analyse-Tools sehen können, ist immer, was ein Foto ist, das ist mal hier eingeblendet. Die 2 Schleifen sind sozusagen ein Link und hier haben wir Videos. Also es ist völlig unterschiedlich, was gepostet wird und Sie sehen auch, die Reaktionen darauf sind völlig anders. Dies kann zum einen an den Uhrzeiten liegen, das heißt, wenn Sie eine Auswertung machen, gucken Sie nicht alleine nur hier drauf, also auf die Zahlen, wie gut war die Reichweite und wie hoch ist die Interaktion, sondern auch vorne, wann genau wurde es denn jetzt gepostet, weil es kann sein, dass eine schlechtere Reichweite dadurch da war, dass es ein ungünstigerer Zeitpunkt war. Da Sie ja nicht wissen, welche Posts sich dahinter verstecken, kann ich Ihnen aber ganz klar sagen, die Posts, die privat waren, die einen Einblick hinter die Kulissen gegeben haben, wie auch der am 26.03., haben einfach die höhere Reichweite, ganz klar, und auch Interaktion, weil die Menschen das verstehen, weil sie sich wiederfinden da drin und dann auch interagieren. Ein schönes Beispiel von Weihnachten kann man hier sehen zum Beispiel, das hat allein 2.500 Menschen erreicht
Und das war ein ganz kurzes, nicht mal ein minutenlanges Video, wo auch eigentlich nur mein Logo gezeigt wurde. Also was ganz Banales, es ging aber um Weihnachten und sowas funktioniert natürlich extrem gut. Weihnachten mit der ganzen Familie hatte auch 422, kleine Art an Interaktion, aber 422 ist schon besser wie 350, obwohl es weniger Interaktion hatte. Also man sieht da ganz klar, die Themen in Social Media sind gerne immer hinter die Kulissen und dann kann man sich auch hergehen und überlegen, um den Firmen, also um einen neuen Kunden oder um andere auf einen aufmerksam zu machen, ist es vielleicht manchmal schlauer, einen Post zu bewerben, der eher privater Natur ist, der einen Einblick in eine Firma gibt, der eine Firma erlebbar macht, der die Firma greifbar macht, ja, und anstatt auf etwas zu gehen, das das Produkt in Vordergrund stellt, also eine Werbepromotion, die auch wirklich nur Werbung beinhaltet. Ein Vergleich hierzu, wir haben eine Art an bezahlte Werbung und jeder wird es kennen, egal ob Instagram oder einen anderen Kanal, es wird einem immer vorgeschlagen, Werbung zu schalten, ja, also Veranstaltungen bewerben, nur du kannst diese Vorschau sehen, da wird ihnen quasi was angezeigt, wie es aussehen könnte und sie brauchen gar nicht viel machen, sagen die dann immer, sie brauchen nur den blauen Button drücken und der Rest an Einstellungen wird im Hintergrund gemacht. Es klingt für einen Anfänger sehr verlockend und auch sehr gut. Leider ist dieses Lehrgeld, das man da bezahlt, ein wirkliches Lehrgeld, weil die Reichweite und die Leute, die man erreicht, meistens nicht die sind, die man eigentlich erreichen möchte. Und das ist das Traurige an dem Ganzen. Man muss bei bezahlter Werbung aber eins für sich von vornherein wissen, mit 5 Euro kommen sie nicht weit. Mit 50 Euro sieht das Ganze schon besser aus. Alles, was ab 100 und 500 Euro angeht, ist natürlich ein super Deal. Ich sage Ihnen auch, warum das mit der Zahl steigt. Mit der höheren Zahl können Sie auch eine längere Dauer machen, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Minimum eigentlich 4 Wochen, wenn nicht sogar 2 Monate. Weil auch hinter diesen Werbeanzeigen immer ein Algorithmus steckt, der von Tag, Stunde zu Stunde lernt, was gute Interaktionen sind und was nicht. Das bedeutet, er stellt für sich fest, wenn es am Schluss einen Link gibt, also wenn das Ziel ist, dass derjenige auf einen Link geht und ein Produkt kaufen soll oder sich bei Ihnen melden soll oder auf Ihre Homepage kommen soll, dann misst er genau diesen Erfolg. Das heißt, für ihn ist diese Anzeige auch erst erfolgreich, wenn dieser Transfer stattgefunden hat. Bedeutet, er lernt daraus, welche Zielgruppen er wo sie angegeben haben und welche daraus heraus die spannenden sind für sie. Das heißt, sie haben vielleicht eine Werbeanzeige geschaltet, die war leider nicht so gut, wie sie es gehofft haben und im schlimmsten Fall gehen sie her und löschen die, um einfach ein sauberes Bild zu haben. Das heißt, sie würden auch all die Erfahrungen, die ihr Algorithmus gesammelt hat, in dem Moment löschen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Dinge bestehen bleiben pro Zielgruppe, die sie da schon mal angestoßen haben, weil dieser Algorithmus das fürs nächste Mal übernimmt. Haben Sie aber beim zweiten Mal eine andere Zielgruppe, ist es wichtig, dass Sie da auch eine andere Zielgruppe für anlegen. Und jetzt sind wir auch schon genau an dem Punkt. Wenn Sie über Veranstaltungen bewerben oder diesen Post bewerben reingehen, der Ihnen vorgeschlagen wird, kriegen Sie nur eine minimale Auswahl an Zielgruppe, die Sie einstellen können, im Vergleich zu dem, wie es eigentlich tatsächlich ist. Es gibt etwas, das nennt sich, zumindest für Facebook und für Instagram und die Kanäle, die da zusammenhängen, etwas, das nennt sich Facebook Manager. Werbemanager. Und dieser ist dazu da, um die Werbeanzeigen explizit fürs Ergebnis und für die Zielgruppe einzustellen. Da kann man auch ganz klar Menschen ausschließen. Da kann man auch ganz klar, und das ist auch einfach nur logisch, zum Beispiel nicht deutschsprachige ausschließen. Wenn Sie ein deutsches Produkt haben, also wenn Sie zum Beispiel ein Buch verkaufen, das deutsch geschrieben ist, dann bringt es überhaupt nichts, wenn das in Amerika mit promoted wird. Auch wenn man die Reichweite einstellt, sehen es Mitbürger, die natürlich dann vielleicht kein Deutsch sprechen, aber das Buch ja dann auch nicht lesen können. Deswegen ist es wichtig, dass Sie so ganz klar Ihre Zielgruppe definieren können. Vielleicht haben Sie auch eine Dienstleistung, die genau auf einen anderen sprachigen Markt abgestimmt ist, aber hier in der Region Leute ansprechen soll, dann ist es vielleicht gerade sinnvoll, diese Zielgruppe mit einzuladen. Und deswegen ist es so wichtig, auch diese Vorhausaufgabenarbeit zu machen, sich zu überlegen, wer ist die Zielgruppe genau und wie klein kann ich die machen.
Also dieser Facebook-Werbeanzeigen-Manager ist dafür sehr, sehr gut. Und diese Regel gilt auch für LinkedIn, für Xing und für all die anderen Kanäle. Je genauer Sie sich im Klaren sind, wie diese Persona aussieht, desto einfacher ist es, diese Werbung auszuspielen, vor allem an die Personen, die es auch tatsächlich am Ende dann erreichen soll. Hier habe ich ein Beispiel über eine bezahlte Werbung, die ist schon ein bisschen her, die war im September. Das war auch mal nur ein Test, die hat aber sehr gut funktioniert, die hat 3.700 Leute erreicht und hatte für mich auch genau den Zweck, den es erreichen sollte. Mich haben viele drauf angesprochen und man ist durchs Gespräch wieder in andere Produkte eingetaucht. Genau hier muss man sich halt einfach im Klaren sein, wozu macht man das. Und ja, der Preis wäre jetzt vielleicht noch interessant zu wissen, aber es war auf jeden Fall unter 20, 30 Euro, weil ich gebe da meistens im Moment nicht mehr für aus. Ich kann empfehlen, mehr dafür auszugeben, wenn es ums Thema Recruiting angeht. Oder Sie ganz klar einen Endpunkt haben, wo dieser Konsument nachher hin soll. Das gab es bei mir im September noch nicht. Das gibt es erst seit diesem Jahr. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie sich über diese ganze, man spricht da immer von Customer Journey, über den ganzen Weg im Klaren sind, wo wird der Kunde hingeleitet und wer empfängt diesen Kunden da. Weil es macht natürlich keinen Sinn, eine Werbung zu schalten, dass er dann bei Ihnen auf der Homepage landet und auf der Homepage funktioniert nichts. Also sprich, die Kontaktformulare sind vielleicht nicht eingerichtet, die Telefonnummer ist schwer zu finden, die Jobseite ist vielleicht nicht ideal eingerichtet. Deswegen hängt das alles gut miteinander zusammen und man muss sich wirklich über alles dann im Klaren sein. Das nächste an der ganzen Sache ist, was viele auch immer noch unterschätzen ist, also warum sollen wir überhaupt Werbung machen und wie erreiche ich den Kunden überhaupt? Ich habe gestern noch mal nach Statistiken gesucht, habe leider keine aktuelle gefunden, aber diese hier, auch wenn sie von 2018 ist, war super interessant. Und da sieht man einfach ganz klar, warum diese Stories, die ich auch gestern schon mal erwähnt habe, und in den Stories werden auch Werbungen gepostet, wenn sie eine machen. Das heißt, es wird abgefragt, möchten Sie dies auch in der Story teilen, dann müssen Sie auf jeden Fall immer Ja machen und Sie sollten gucken, dass Sie dann auch ein separates Format dafür anfertigen, dass das auch dort anders dargestellt wird. Warum? Weil dort auch der Swipe-Up-Button dann funktioniert, auch für alle die, die einfach nur eine kleinere Reichweite haben, wie zum Beispiel dann bei Instagram. Und auch bei Facebook kann man ganz klare Links hinterlegen, wo der Kunde nachher rauskommen soll. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, die grüne Balken ist der WhatsApp-Balken. Wir hatten es ja letztes Mal auch über WhatsApp ein bisschen, was man da machen kann. Und auch hier sind diese Stories unfassbar wichtig. Und weil es natürlich ein privates Tool ist, eine private App, erreicht man die Menschen da auch so gut. Und direkt danach, also unmittelbar danach, kommt dann auch schon Instagram. Das bedeutet, viele unterschätzen Instagram einfach auch immer noch. Viele haben Instagram einfach immer noch nicht so auf dem Schirm, dass sie sagen, okay, mit Instagram, da befindet sich meine Zielgruppe. Die Zielgruppe von Instagram ist aber mittlerweile genau die zahlende Zielgruppe. Also die geht schon bei, ja, die geht auf jeden Fall schon bei 15 Jahren los und die hört aber auch bei 60 nicht auf. Das heißt, das größte Gros hält sich dort auf. Die Facebook-Stories sind dahinter ein bisschen abgeschlagen. Das heißt, oder soll aber nichts heißen, weil wenn Sie in Instagram eine Story teilen, wird das auch automatisch in Facebook geteilt. Das heißt, Sie haben eigentlich gar keinen Mehraufwand. Sie müssen nur einen Knopf aktivieren und dann ist es auf beiden. Deswegen bei Werbung auf jeden Fall immer darauf achten, dass die Stories noch mit verlinkt sind, dass es da automatisch noch mit geteilt wird, dass Sie keine extra Arbeit dadurch haben. Es kostet deswegen auch nicht extra mehr und Sie haben einfach einen doppelten Effekt. Man kann bei Werbung auch noch weitergehen. Ich habe das alles jetzt nicht abfotografiert, weil es einfach sehr schwierig und sehr im Detail und immer auf das Programm drauf ankommt, mit dem Sie nachher arbeiten wollen. Sie können aber bei den meisten Anbietern einen Split-Test machen. Das bedeutet, Sie können zwei gleiche Werbungen, also wo das gleiche Ziel haben, schalten, die aber ein anderes Bild und vielleicht nochmal einen angepassteren Text haben. Nach dem ersten Monat stellen Sie fest, welche der beiden besser funktioniert. Und meistens ist es der, wo man nie gedacht hätte, dass es der bessere ist. Und den können Sie dann mit mehr Geld befeuern und vollends nutzen. Das macht auch immer Sinn.
Hier ist es einfach wichtig zu wissen, mit welcher Plattform arbeite ich und wie kann ich das da am besten einrichten. Auch wo kommt der Kunde nachher raus? Kommt er einfach nur bei einer Seite raus? Oder kommt er wo raus, wo er tatsächlich eine Interaktion nachher machen soll und bedarf es dort nochmal etwas, damit es auch zum Erfolg führt? Ja, das ist immer gar nicht so einfach. Na, warum will er jetzt nicht? Und deswegen ist es auch einfach zu, man kann das nicht einfach nur so hoppala hopp machen. Nee, man muss sich da wirkliche Gedanken dazu machen. In dem Fall wäre meine Reihenfolge für Sie ganz klar, Sie müssen erstmal planen. Sie müssen wissen, wo geht die Reise hin, warum mache ich das überhaupt, was für ein Ziel kann dadurch einfach überhaupt entstehen. Der nächste Schritt wäre dann auf jeden Fall umzusetzen, weil ganz viele bleiben in ihrer Planung hängen, setzen es dann nie um, haben zwar tolle Ideen, sind auch wirklich in den Startlöchern und dann funktioniert es nicht. Und wenn es zwischen Planen und Umsetzen Schwierigkeiten gibt, weil man mit der Plattform nicht sicher ist oder, dann lohnt es sich, entweder in der Gruppe nochmal miteinander zu sprechen. Sie können immer bei der IHK nochmal jemanden fragen, Sie können mich anrufen, Sie können einen Dienstleister dazu buchen, der Sie unterstützt. Also es gibt tausende an Möglichkeiten, in die Umsetzung zu kommen und wenn es am Anfang vielleicht auch mit ein bisschen Stützradfunktion ist, dass man sagt, okay, die ersten 2-3 Monate begleitet man jemand und danach startet derjenige allein, dass er versteht, worauf es ankommt und danach auch konkretere Fragen hat und dass es einfacher ist. Dann ist es ganz wichtig, auch für jede Werbekampagne, die geschaltet wird, für jeden Kanal, für jede Idee, die Sie haben, Sie müssen auf jeden Fall auch mal dranbleiben. Weil wenn Sie nicht dranbleiben, dann sind auch die Auswertungsmöglichkeiten einfach nur begrenzt. Das heißt, auch wenn Sie gute Arbeit gemacht haben, dann ist sie vielleicht noch gar nicht sichtbar. Das ist wie bei einem kleinen Pflänzchen, wenn man es einpflanzt. Man muss echt warten, bis da so der Sprieß rauskommt und gucken, wie sich es dann entwickelt. Und wenn dann der Sonnenplatz noch nicht der richtige ist oder das mit dem Wasser, dann kann man an diesen Punkten justieren. Aber wir müssen warten, bis so der erste Sprieß rauskommt. Und wenn wir ihn dann haben und die Blume da ist, dann können wir auswerten. Vorher nicht. Ich erlebe ganz viele, die hauen 4-5 Posts raus und gucken nach der ersten Woche dann schon drauf und sagen, ah, das geht und das geht nicht. Nee, das ist noch keine Referenz. Weil sie haben ein gewisses Publikum, haben sie vielleicht schon, oder sie ziehen am Anfang ein gewisses Publikum an, das aber vielleicht noch nicht ihr Endpublikum ist, zu dem sie eigentlich hinwollen. Deswegen ist es ganz, ganz fein zu verstellen und zu verstehen, was muss ich jetzt genau mehr machen, was sollte ich weglassen. Und diese Auswertung kann man erst nach 4-5 Wochen machen. Eigentlich sage ich das erst nach 3 Monate. Man sollte erst mal 3 Monate etwas bearbeiten, um da danach eine wirklich gute Analyse zu haben. Und dann geht es von vorne los. Dann tut man die Analyse, die man hat, in einen neuen Plan umsetzen. Und aufgrund dieses neuen Plans geht es dann quasi wieder los. Und 3 oder 4 Monate später schaut man sich es wieder an und justiert wieder an den kleinen Stellen rum, die vorher einfach noch nicht so gegeben waren. Und dann ist es wie Zaubern, ja. Was steckt da jetzt für ein Kaninchen drin? Ist es weiß, ist es schwarz? Was haben wir da gemacht? Man weiß es manchmal noch nicht genau. Ich kann verschiedene Analyse-Tools empfehlen, wie Hootsuite, Buffer oder auch Fanpage Karma. Die kosten in kleinen Versionen erstmal nichts und es gibt immer Testangebote. Oder wirklich von Herzen, nutzen Sie die Möglichkeiten, die die Firmen bisher bieten. Vor allem, wenn Sie noch keine 20.000 Follower haben, reicht das alles aus. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber bei Instagram habe ich ja zum Beispiel auch gerade die 2.000 Abonnenten und ich kann hier genau sehen, wie viele neue Follower gekommen sind insgesamt, wie viele ich verloren habe, wie viele neue dazugekommen sind. Und so kann ich ganz klar auch sehen, wo kommen die Menschen her. Wenn man da zum Beispiel sieht, es sind nur 4% aus Aalen, der Rest teilt sich über Deutschland hinweg anders auf. Und ich sehe auch genau die Altersgruppen, man sieht genau das Geschlecht, man sieht sogar die Uhrzeiten, wann diese Menschen aktiv sind und sie können auch die einzelnen Postings auswerten. Also für mich, ich finde, und ich habe es auch mit Firmen, wenn ich mit ihnen arbeite, diese Analyse reicht erstmal vollkommen aus, um das, was man an Content da hat, so zu perfektionieren, um die richtige Reichweite zu bekommen. Es klingt so banal, aber es ist auch banal. Es bedeutet, man muss nur die Dinge, die da sind, benutzen. Also nicht ignorieren, sondern auch wirklich benutzen. Dazu gehört dann auch, das war vom Seminar 1, die Einstellungen auch richtig zu machen, dass sie auch die richtigen Analysen bekommen. Genau.
Also wenn Sie diesen Zyklus für sich berücksichtigen und dranbleiben und machen, kann eigentlich so gesehen nichts schiefgehen. Jetzt habe ich mir überlegt, so ein Live-Einblick ist ja meistens immer das Beste. Und deswegen möchte ich Ihnen das auch einfach mal zeigen. So, machen wir das mal ein bisschen größer. Im Normalfall haben Sie ja für Ihre Firma eine Seite eingerichtet. Und wenn Sie dann auf Ihre Seite gehen, viele finden ja schon den ersten Schritt gar nicht, dorthin zu kommen. Dann haben Sie ja hier Ihre Seite. Und hier wird meistens dann schon die erste Werbung angezeigt, die man doch bitte promoten soll. Naja, heute bleibe ich verschont. Wahrscheinlich auch bloß bis zum Nachmittag. So, und dann können Sie auf Mehr gehen und dort verbirgt sich das Insights. So heißt es. Und darüber kommen Sie dann zu den ganzen verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten. Das sind auch die, die ich Ihnen einfach mal abfotografiert habe. Und Sie sehen das wirklich über jeden einzelnen Post und Sie können sich auch jeden einzelnen Post nochmal angucken. Und dann gibt es noch was anderes ganz Spannendes, wenn Sie wissen wollen, wo steht denn eigentlich Ihr Konkurrent? Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Dann können Sie auch hergehen und bis zu 5 Seiten beobachten. Und dort sehen Sie dann auch ganz transparent, wie dort eigentlich die aktuelle Lage ist. Gibt es ein Wachstum, gibt es kein Wachstum, was passiert da gerade? Und das ist natürlich ein schöner Vergleich, um zu sehen, ist man auf dem richtigen Weg oder nicht oder wo oder wie oder was könnte man eventuell verbessern. Das heißt, Sie können Ihre besten Mitbewerber nehmen, um dort einfach gewisse Vergleiche zu machen. Dann gibt es dort auch die Möglichkeit hier rechts, ich weiß nicht, ob Sie sehen, ja, doch, das Thema Werbeanzeigen direkt anzugehen. Ich mache das jetzt mal auf. Und dort sehen Sie jetzt die minimalste Möglichkeit, um eine Werbeanzeige zu erstellen. Also wir gehen da mal drauf, dass Sie es auch einfach mal sehen. Und hier fragt er schon diese verschiedenen Sachen ab. Ich sehe schon, im Vergleich zum letzten Mal, wo ich drin war, gibt es schon mehr Auswahl. Früher war es nur 2, jetzt sind sie mittlerweile bei 9. Wirklich empfehlen würde ich Ihnen aber den Facebook Manager. So, wo haben wir den? Hier. Das sieht dann wie folgt aus. Facebook Werbeanzeigen Manager. So. Und Sie haben hier, wenn Sie eine Kampagne erstellen wollen, also eine Werbung, viel, viel, viel mehr Möglichkeiten und haben auch dort gleich die Möglichkeit, diesen Split-Test zu machen und all die Dinge. Das geht auf der anderen Version nicht. Und vor allem, Sie können, ich muss erst das andere auswählen, machen wir mal kurz so. Und vor allem, Sie können sich verschiedene Zielgruppen einrichten. Also ganz klar, wenn Sie sagen, je nachdem, wie es Alter, Geschlecht, Wohnort und Sie können dieses Targeting, nennt sich das, wirklich bis ins Detail verkleinern. Ja? Gibt dann auch immer Vorschläge. Was macht man denn? Machen wir Persönlichkeitsentwicklung. Also Menschen, die sich an Persönlichkeitstest, Persönlichkeitsfinanzen, bla bla bla, da kann man das wirklich alles anschauen. Und Sie sehen auch gleich hier rechts nebenan immer die verschiedene Größe. Und Sie haben hier oben rechts die Anzahl, die Ihnen sagt, ob das ideal ist oder nicht. Und Sie haben auch beim Facebook Werbeanzeigenmanager immer die Möglichkeit, Ihr Budget einzuschränken. Also wenn Sie sagen, okay, wir wollen aber nicht über 300 Euro im Monat gehen, dann geben Sie es da ein und der stoppt rechtzeitig, falls Sie es mal vergessen hätten. Und er sagt dann ganz klar kein Budget mehr und dann müssen Sie erstmal Ihr Budget wieder erhöhen. Also es gibt da wirklich ganz viele Möglichkeiten, das auch einzugrenzen, dass man es abgeben kann, dass es ein Mitarbeiter machen kann oder jemand, dem man vertraut, sodass da einfach nichts schief geht. Das ist eine gute Frage. Ich verlinke Ihnen das mal. Dann gehen wir mal da zum Original kurz. So. Dann machen wir das da rein. So kommen Sie quasi zu Ihrem, auch das ist übrigens kostenlos, das kostet gar nichts. Dieses ganze Portal kostet nichts, funktioniert natürlich erstmal nur für Facebook und für Instagram.
Ich kann aber wirklich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann eben das für seine Seite festzumachen. Es ist so, dass es beim Seitenmanager so ist, wo ich mich damals damit eingerichtet habe, das ist ja schon 7, 8 Jahre her, da gab es noch keine guten Beschreibungen dazu. Deswegen habe ich nicht alle Einstellungen richtig getroffen. Und wenn ich sie jetzt löschen würde, würde ich auch alle Erfahrungen daraus löschen. Das möchte ich nicht. Wenn Sie sich aber neu da anmelden, würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, die Gebrauchsanweisung dazu zu lesen. Und das Schritt für Schritt durchzugehen, einfach aus dem Grund, dass Sie es richtig einstellen, um keine, sagt man da, Fehleinstellungen zu machen, die Sie nachher nicht mehr rückgängig machen können. Deswegen, das lohnt sich da, Schritt für Schritt mit denen Ihren Anleitungen durchzugehen. Unter Hilfe. Die Anleitung findet man immer unter Hilfe. Hier haben wir das Fragezeichen. Und die sagen dann ganz klar, auch wie man es einrichten kann. Hier, Leitfaden für Facebook-Werbeanzeigen, da haben wir es schon. Was viele auch unterschätzen oder gar nicht auf dem Schirm haben, ist, es gibt so wirklich auch für Facebook so Seiten einrichten. Wir haben irgendwie wieder eine Rückkopplung. Wir haben für die Arbeit, muss man gerade mal kurz gucken. Ja, doch was. Wir haben für die Arbeit mit Facebook und Instagram und all den anderen Accounts eine super, super Hilfeseite jedes Mal, wo wirklich Schritt für Schritt, auch wenn Sie eine erste Seite anlegen oder eine Gruppe anlegen, da steht es immer detailliert nochmal drauf. Support kontaktieren kann man machen. Man wird nicht viel Ergebnis dazu kriegen, weil die einfach auch viel überlastet sind. Ansonsten würde ich mir immer jemanden zur Seite holen, also jemand wie mich, der einen sonst Schritt für Schritt durchleitet, dass da einfach nichts schief geht. Aber ansonsten hinsetzen, Tutorial-Videos gibt es auch ganz tolle. Also für jeden, der einfach sparen möchte, sind diese Anleitungen schon wirklich, wirklich auch Gold wert. Und ich kann es auch nur empfehlen, so eine Werbung nicht einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Gewinnspiel und wir wollen das schnell bewerben. Okay, kann man machen, kann man auch mal 50 bis 100 Euro für ausgeben. Dadurch wird das Gewinnspiel promotet. Es werden aber wahrscheinlich mehr Leute mitmachen, die einfach nur gewinnen wollen und nicht ihr Unternehmen im Vordergrund haben. Deswegen ist es wichtig, sich schon zu überlegen, auch wenn man ein Gewinnspiel promotet, dass das dann so eingestellt ist, dass es auch die Leute erreicht, die eigentlich gerne Kunden sind oder Mitarbeiter werden. Und dass die dann auch quasi sozusagen einen Benefit davon haben. So. Ich habe eine Frage kurz dazu. Sehr gerne. Die bezahlte Werbung in irgendeiner Form messbar? Also habe ich irgendwie eine Analysemöglichkeit auch über die Homepage? Wie viele Verlinkungen kriege ich drauf? Also wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Gewinnspiel oder irgendeine spezielle Umfrage oder was in Richtung mache, sondern lediglich eine Anzeige, wo ein Produkt oder irgendwas in der Art darstellt, kann ich das irgendwie messen, wie viel da zurückkommt? Ja, also mit den, jetzt gucken wir mal gerade, vielleicht kann man es besser einstellen. Wir gucken mal, ob wir mal einen Post finden mit der letzten bezahlten Aktion. Dann können Sie es live sehen. Also man sieht auch immer ganz schön, wenn man drauf geht, organisch oder bezahlt. Die bezahlten sind einfach ein bisschen dunkler markiert. Die sind in dunkelorange. Ja, ist einfach schon eine Weile her. Jetzt müssten wir gleich da sein. Genau. So. Da sieht man genau, wer ist überhaupt wo drauf gegangen. Also was war das Ziel? Das weiß ich jetzt natürlich gar nicht mehr. Das ist natürlich schlecht für die Analyse. Wenn man das Ziel natürlich noch weiß, sieht man, ob es gab keinen Link, deswegen gab es keine Klicks auf die Links. Aber wenn Sie die haben, sehen Sie hier ganz klar, wie oft wurde der angeklickt. Und dann ist natürlich spannend zu wissen, dort, wo der rauskommt, haben Sie dort ein Analysetool hinterlegt. Also misst Ihre Homepage oder der Anbieter, den Sie da haben, die Traffic, die von dieser Seite kommt. Das heißt, es ist sinnvoll, auf jeden Fall noch eine andere App oder eine andere, ein anderes Medium wie die Homepage zu verlinken, damit man tatsächlich sieht, wie viele Leute, also was hat diese bezahlte Werbung tatsächlich verursacht und wie viele haben die genutzt? Genau, also es ist immer gut, auf beiden Stellen zu messen, weil man sieht auf der einen Seite den Ausgang und wenn man jetzt zum Beispiel ja was verkauft, will man ja wissen, wie viele habe ich jetzt verkauft. Also wenn ich 500 Euro, also ich mache das mal mit Veranstaltungen, ist es sehr einfach. Wenn ich 400 Euro ausgebe, damit die Veranstaltung beworben wird und ich habe 3 Tickets verkauft,
dann spüre ich das ja sofort, ob es funktioniert hat oder nicht. Genau. Viele Werbung ist aber nicht mit einem Produkt geknüpft, sondern eher mit einer Sichtbarkeit. Und da ist es dann schwierig, das zu messen. Das könnte man dann, muss ich gerade mal gucken. Ich bin jetzt auch nicht der WordPress-Profi, aber fuchse mich da natürlich auch durch. Und dort habe ich schon gesehen, ohne dass ich ein Analyse-Tool groß dafür, ah ja doch, warte mal, das ist doch, hinterlegt habe. Wo haben wir es? Hier. Nee, nicht Tarif. Traffic wollen wir. Statistik. Da. Da sehe ich ganz klar, von wo die Leute kommen. Nein, das war es nicht. Okay, ich finde es jetzt nicht gleich auf Anhieb. Auf jeden Fall hatte ich gestern hier eine Analyse, das mich sehr überrascht hat. Wobei, überrascht eigentlich nicht. Die Haupttraffic auf meiner Seite kommt tatsächlich von Facebook, nicht von Google. Also hier standen gestern noch die Google-Begriffe dran. Ach so, Tageszusammenfassung. Ah ja, ist ja klar. Hier, da sehe ich ganz klar, nach was googeln die Menschen in den letzten 30 Tagen, um auf meine Seite zu gelangen. So sieht man dann auch hier, das war nämlich schon das Richtige. Machen wir mal die letzte Woche. Hier sehe ich genau, von wo sind diese Leute gekommen. Wenn Sie jetzt aber ein Analyse-Tool noch installieren, sagt er Ihnen auch ganz klar, ob das von einem speziellen Link kam. Wie zum Beispiel die Werbeanzeige. Ich könnte diese Statistik auch nachher für die Anpassung meiner Google-App nutzen, um dann wieder eine bessere Landingpage zu haben. Absolut. Also Google Ads ist nichts anderes wie Facebook Ads zu schalten. Das gilt genau das Gleiche. Eine gute Zielgruppe muss man wissen, wonach googeln die Menschen, und dann muss man diese Wörter, die da auch häufig vorkommen, natürlich in die Homepage mit einbauen. Also genau das Gleiche. Guten Plan machen, dann die Ads schalten, und die Google Ads ist genauso, da kann man auch einen Split-Test machen, dass man zwei verschiedene Varianten ausprobiert, dass man sich am Ende nachher für eins entscheidet, was die bessere Variante ist. Mhm. War die Frage so beantwortet? Ja, danke schön. So. Ich muss kurz die Frage lesen. Nein, muss man nicht. Also es macht, also ob es Sinn macht, für jede Werbung eine entsprechende Landingpage zu gestalten. Jetzt kenne ich Ihr Business nicht. Das kommt natürlich aufs Business drauf an. Normalerweise nicht. Die Frage wurde mir privat gestellt, jetzt muss ich sie nochmal vorlesen. Macht es Sinn, für jede Werbung eine entsprechende Landingpage zu gestalten oder zu schalten? Bedingt. Also wenn Sie ein Produkt haben, wie zum Beispiel ein Buch, ein digitales Produkt vielleicht, dann oder eine Landingpage, wo der Kunde eine Interaktion machen soll, eine Umfrage, sich wo registrieren soll oder sonstiges in der Form. Ja, dann macht es Sinn, diese Seite dann so aufzubauen, dass sie verkaufsfördernd gestaltet ist. Dass derjenige, wenn er da drauf kommt, nicht viel denken muss, sondern weiß, wo er drücken muss, um in die nächsten Schritte zu kommen. Dann macht es schon Sinn. Wenn es aber nur darum geht, die Traffic zu steigern, die Bekanntheit zu steigern, dann muss man das nicht machen. Generell sage ich schon immer, wenn man Werbung schaltet, sollte eigentlich auch irgendwann Geld zurückkommen. Also Return of Invest spricht man da. Ob der Return vom Invest immer wichtig und im Vordergrund steht, kann ich so nicht beurteilen für jede Firma, weil in ganz vielen Fällen ist es nicht der Fall. In ganz vielen Fällen ist es so, wenn sie sichtbar sind und sichtbar waren, und der Kunde in dem Moment einen Benefit braucht und es geht um ihr Produkt, dann denkt er an sie. Und das ist unbezahlbar. Das ist leider auch nicht messbar. Aber das ist das, was uns eigentlich über solche Krisen jetzt hinweghilft. Gibt es andere Zwischenfragen gerade? Schönes Schweigen am Mittwochmorgen. Ich höre nur den Markt draußen. Okay, dann gucken wir mal hier. So,
Das bedeutet, im Prinzip ist mit dem allen, was ich Ihnen da zusammengefasst habe, auf der Plattform alles drauf, was Sie in irgendeiner Form brauchen, um zu starten und über ein Jahr hinweg oder auch 5 Jahre hinweg erstmal eine gute Grundbasis zu schaffen, bevor Sie die richtigen Expertentipps noch mit integrieren können. Weil wenn Sie das alles nicht machen, dann bringt auch der Rest, den man oben drauf packt, gar nichts. Das ist wie Treibsand. Es läuft dann einfach durch. Es wird nicht gesehen, es wird viel Arbeit reingesteckt, aber es passiert dabei einfach nichts. Und das A und O, was Social Media bedeutet, kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, ist eigentlich der Social in diesem Punkt. Socializing im Sinne von, seien Sie Ihr bester Fan. Machen Sie Dinge, die andere einfach auch anregt, mitzumachen. Seien Sie erlebbar, seien Sie greifbar, machen Sie sich Kunden zu Fans. Das ist das älteste Verkaufstraining, was man so sagt. Man muss Kunden und Mitarbeiter zu Fans machen. Und wie funktioniert das? Nur durch Loyalität, durch ein gutes Vertrauen, durch Authentizität. Das sind alles so die Geheimnisse, die dahinter stecken. Das, was ich Ihnen jetzt noch dazu erklärt habe, sind nur kleine Bausteine, wie man dann sozusagen zu einer schnelleren Sichtbarkeit kommt. Es ist kein Erfolgsrezept. Es heißt nur, man wird schneller sichtbar. Schneller sichtbar bedeutet aber auch schneller angreifbar. Umso besser, umso wichtiger ist es, die Hausaufgaben zu machen. Eine Plattform für Sie und Ihre Firma zu erstellen, die Spaß macht. Und nicht Spaß im Sinne vom Clown, sondern die so unterhaltsam ist, dass der da drauf geht, immer einen Mehrwert hat. Egal, ob das die Homepage ist, egal, ob das der Social-Media-Kanal ist, es ist der ganze mediale Auftritt im Online-Business. Und wer sagt, er hat nur ein Offline-Business und er braucht das Online-Business nicht, der kommt in dem Moment, wo er es braucht und dann ist es zu spät. Also wer sich jetzt sagt, oh Gott, hätte ich doch noch vor 2 Jahren angefangen, der Zug ist jetzt abgefahren, sage ich, ja, ist richtig, vor 2, 3 Jahren wäre es noch eine gute Chance gewesen, schneller zu wachsen. Aber der neue Zeitpunkt ist jetzt und nicht in 1, 2, 3 Jahren. Das bedeutet, jetzt ist genau die richtige Möglichkeit, das zu tun. Und ich wurde gefragt am Telefon, was ich sonst noch empfehle. Deswegen sage ich das jetzt auch nochmal. Die IHK, und es soll keine Werbung sein, aber die IHK bietet super Seminare an. Und ja, in Deutschland ist es so, mit einem Zertifikat ist die Wirkung auch einfach eine bessere. Und da ich den Kurs ja selber gebe, kann ich sagen, der ist so umfangreich. Und es gibt immer eine Studie, die wir dazu machen, wo die Teilnehmer für die Firma, für die sie gerade arbeiten oder für ihr eigenes Unternehmen ein Fallbeispiel machen und eine Projektarbeit, die sie sofort danach mit umsetzen können oder währenddessen auch schon. Das bedeutet, der Kurs Social Media Manager kann ich jedem nur empfehlen, egal ob es nur für sich macht oder einen der Mitarbeiter hinschickt. Im Zweifelsfall den Azubi, der Aussicht hat, der übernommen wird, dass man ihn schon daraufhin großzieht, dass der das nachher kann. Denn dieses Wissen, was wir ja jetzt gegeben haben über die 3 Tage, das ist quasi die Oberfläche, weil wir in einer Stunde nicht schaffen würden, in diese kleinen Details einzutauchen. Das heißt, die kleinen Details würden heißen, wir gucken uns das an, machen eine 1:1 Social Media Anzeige, wir machen 1:1 all diese kleinen Baustellen durch. Und während dieser Arbeit kommen ja erst noch weitere Fragen. Wie gestalte ich eine Werbeanzeige? Ganz klar, auch nach den Regeln der letzten Vorträge. Unterhaltsam, persönlich, mit Mehrwert, charmant und nicht, ich verkaufe einen Stift, 4,99. Sondern das muss schön, charmant, in einem schönen Look präsentiert werden, dass das Ganze dann funktioniert. Ansonsten läuft es nicht. Außer, Sie haben so ein heiß begehrtes Produkt wie irgendein Festival wie Tomorrowland, das schon ausverkauft ist, bevor es richtig losgegangen ist. Im Fall der Corona-Zeit jetzt ist es aber auch nichts mehr wert. Bedeutet, entweder haben Sie Ihr Produkt schon so gehypt, dass es jeder haben will, dann brauchen Sie sich so ein Shishi, können Sie sich sparen, dann können Sie eine ganz klassische Werbung machen. Ansonsten müssen Sie erst diese Fans generieren, bekannt werden für diese Fans und dann können Sie es quasi so gestalten, dass die das dann bei Ihnen finden können. Und ja, es gehört die Hausaufgabe dazu, die Homepage auch sauber aufgestellt zu haben. Zumindest so, dass sie mobil optimiert ist und leicht zu finden ist. Bei LinkedIn ist es ähnlich und bei Xing.
die will ich gar nicht vernachlässigen heute. Die gehen nicht über den Facebook Manager, sondern die gehen direkt darüber, über diese Kanäle. Ist aber auch genauso wichtig. Hier geht es um Erlebbar und Nahbarkeit. Neue Innovationen, soziale Projekte, das sind die Posts, die sich lohnen, mehr Reichweite zu generieren, auch zu bezahlen, um denjenigen dann an ihr Konto zu binden, im Sinne von, dass es liked und da bleiben möchte. Und dann die neuesten Infos bekommt, wenn sie ein neues Produkt haben. Das Gleiche gilt auch für YouTube. Bei YouTube muss man halt ganz klar sagen, dort Werbung zu schalten, ist wirklich schon teuer, weil natürlich da der Markt extrem groß ist. Und dann müssen Sie sich fragen, macht es Sinn, in einen Markt reinzudrängen, der sehr groß ist, oder lieber bei einem zu bleiben, der für die Nische und für die Branche vielleicht noch kleiner ist, um eine bessere Sichtbarkeit zu haben und parallel dazu den anderen Kanal zu promoten. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, schauen Sie sich das einfach an. Den Link gibt es ja nachher wieder am Schluss. Wer Lust hat, kommt in die Gruppe, stellt dort einfach dann seine Fragen, die dann später im Nachgang mal auftauchen, oder ruft mich gerne an. Weil Learning by Doing ist hier Hauptregel. Welche Fragen gibt es noch? Jetzt habe ich den Chat verschoben. Da ist er. Inwieweit ist es denn eigentlich richtig oder falsch, dass wenn ich sehr viel klicke oder mir die Hashtags folge, beispielsweise auf Instagram, die mit meiner Branche zu tun haben, oder viele Bilder like, dass sich der Algorithmus bei meiner Zielgruppe dann auch ändert oder tut sich da gar nichts? Oder werde ich bekannter dadurch, oder ist es eigentlich sinnlos, sich da permanent durchzuklicken? Also die beste Arbeit bei Instagram ist das Durchklicken und sich bemerkbar zu machen durch gute Kommentare, also nicht durch ein Herzen, durch ein Smiley, sondern durch einen passenden Kommentar zum Thema. Und ja, die Zielgruppe verändert sich dann dadurch, weil ihnen die Menschen folgen, weil die Menschen dann bei ihnen vorbeischauen. Dadurch kann man das ein bisschen steuern. Also ich mache das mal ein Frau-Beispiel. Wenn Sie einfach eine Mehrlast hatten vorher und Sie wollen das verändern, dann schreiben Sie einfach bei mehrheitlich weiblichen oder männlichen Accounts einfach Kommentare dazu. Dadurch gehen mehr Männer oder Frauen auf Ihren Account und dadurch schwappt es dann über. Mhm. Und auch Ihr Profil wird natürlich anderen ausgestrahlt. Ja. Mhm. Also man kann es dadurch tatsächlich beeinflussen. Absolut, ja. Okay. Und inwiefern hat ein verifiziertes Konto bei Instagram einen Vorteil? Ganz viele Vorteile. Also ein verifizierter Account ist das die Büchse der Pandora in Instagram. Also selbst wenn man berühmt ist und schon 5 Oscars gewonnen hat, heißt es nicht, dass man einen blauen Haken bekommt, weil es keine gescheite Abarbeit bei denen gibt. Anders kann man es nicht sagen. Also es gibt Prominente, die haben den Button nicht bekommen. Wie funktioniert das? Sie müssen für die Öffentlichkeit relevant sein, sollte man bei Prominenten auch denken. Öffentlich relevant bedeutet, Sie müssen dort anmelden, dass Sie eine Person der Öffentlichkeit sind oder ein Unternehmen der Öffentlichkeit. Hierzu wird der Personalausweis abgefragt. Quellen behaupten, also ich mache es seit 3 Jahren, es funktioniert nicht, aber Quellen behaupten, man muss am besten eine Pressemappe vorbereiten und dorthin schicken, also digital. Adresse müsste ich auch erst raussuchen, also direkt an Instagram, an den Kontakt dort, ans Impressum, weil die normale Funktion, einfach nur den Ausweis hochzuladen oder ein Versicherungsdokument oder ein, was Sie da alles abfragen, das reicht einfach nicht aus, weil dadurch ist man immer noch nicht presserelevant, also öffentlichkeitsrelevant. Also am besten ist es, alles, was man hat, in einer Mappe mal zusammenzusammeln, tatsächlich auch Presseartikel, alles, was zur Firma gehört, warum vielleicht ein Kopierschutz wichtig ist, dass es vielleicht eine eingetragene Marke ist, und dann steigt die Chance. Und was für Vorteile hat man? Entschuldigung, man hat sofort den Swipe-Up-Button, also man kann immer etwas verlinken und man hat halt, es ist so der beste Benefit, den man draus hat, und es wirkt einfach professioneller. Okay. Gut. Danke. Gerne. So,
So, wer traut sich noch eine Frage zu stellen? Lauter Geister haben wir heute da. Hallo. Hi. Ich hab eine Frage. Also Verena Kieder, Stadt Ellwang. Wir betreiben eine Stadtmarketingseite, also Ellwangs beste Seiten, Facebook-Seite, ganz cool, machen wir selber als nicht-digital Natives, deshalb alles nicht perfekt, aber jetzt gerade in Zeiten von Corona tolle Resonanz, weil wir ganz viel Infos posten können. Sind schon lange dran an dem Thema Instagram, haben aber natürlich wahnsinnig viele unterschiedliche Inhalte, Imagebilder statt, Infos aus den Betrieben, haben Instagram noch nicht angefangen, weil ich immer gehört habe, wir brauchen eine gute Instagram-Wall. Ja. Wie schaffe ich es, wenn ich so eine Seite habe, die so eine große Vielfalt hat, also kein spezielles Produkt außer Stadt Ellwang, aber Betriebe, Händler, Produkte. Was haben Sie für Tipps für eine gute Instagram-Wall? Worauf sollten wir achten? Weil wenn wir jetzt anfangen, dann fangen wir jetzt endlich mal an. Sehr gut. Also das Erste ist, man sieht ja oben die Highlights. Ich habe es gerade mal noch mit aufgemacht. Die Highlights sind natürlich der schnelle Weg, sich zu orientieren. Hier könnten Sie verschiedene Rubriken machen, wie Sie ganz klar sagen, aktuelle Informationen und so weiter und so fort. Dort können Sie ja dann die Story-Inhalte entweder für 24 Stunden oder länger speichern. Also ich würde da keine 50 Sachen reinpacken, aber man könnte ja tagesaktuelle News einfach zwei oder über eine Woche hinweg speichern und danach wieder erneuern. Man könnte Events oder Veranstaltungen, alles was Sie sagen, was verschiedene Kategorien sind, da gut clustern, und das ist auch sehr einfach gemacht. Für eine Reichweite und für einen guten Kanal ist tatsächlich die Story das viel Wichtigere als der Feed unten drunter. Und beim Feed ist es ganz klar so, dass natürlich eine schöne Optik immer funktioniert, weil es eine Bildsprachewelt ist. Das würde dann bedeuten, alle Fotos, die Sie benutzen, mit einem Filter zu bearbeiten, dass die ungefähr die gleiche Bildsprache haben. Dass sie ungefähr die, also mir ist es zum Beispiel hier passiert, hier habe ich es vergessen zu machen. Das heißt, hier das Bild, was blinkt, da habe ich dummerweise nicht auf den Filter geachtet und deswegen sticht es da jetzt auch negativ ein bisschen hervor. Ansonsten achte ich schon immer darauf, dass die Bilder im gleichen Filter gemacht sind. Es gibt dem Ganzen einen runden Touch. Und Sie können natürlich hergehen und aus Video 1 die Sachen nehmen, wie zum Beispiel, dass Sie sagen, Sie machen etwas mit Sprüche oder Ausgehtipps oder Sie holen sich auch Ihre Händler mit ins Boot oder Ihre Gemeinschaft und stellen jede Woche jemand vor, und der stellt sich aber nicht einfach nur vor mit Uga Uga, das bin ich, sondern was verschenkt er für einen Mehrwert? Also welchen Tipp für die Ellwanger Community könnte eventuell da sein? Danke, war schon sehr hilfreich. Auch hier könnte man natürlich an anderen Städten gucken als Beispiel. Ich hätte jetzt leider nur noch keine Stadt, wo ich sage, die machen es echt gut. Ich eben auch nicht. Das ist noch eine Nische, Zeit voranzugehen. Merci. Gerne. Es wurde vorher kurz gefragt, wo findet man die Gruppe? Die Gruppe ist nachher in der PowerPoint drin, aber wir können sie natürlich auch online stellen oder hier geschwind mit reinstellen. Da kann ich den Link reinmachen. Die Gruppe ist hier, ist auch eine gestaltete. Das schickt man mit, genau.